Praxis, das Gesundheitsmagazin, startet morgen einen bundesweiten Wettbewerb. Gesucht werden soziale Initiativen, gesucht werden Menschen, die anderen helfen, sich gegenseitig helfen, nach dem Motto: Reden ist Silber, helfen ist Gold. Weitere Praxisthemen: Haartransplantationen, geheime Wunschträume unterm Toupet. Die Erfolgreichen demonstrieren gerne ihr wieder aufgeforstetes Haupt. Doch die im Dunkeln sieht man nicht. Haartransplantationen, enttäuschte Hoffnungen? Außerdem Katastrophenschutz im Krankenhaus, auch eine notwendige Warnung. Morgen 20.15 Uhr, Gesundheitsmagazin Praxis. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Bei den Parlamentswahlen in der Türkei zeichnet sich nach ersten Ergebnissen ein klarer Sieg der Vaterlandspartei ab. Die vom herrschenden Militär besonders geförderte Nationalistisch-Demokratische Partei und die Sozialdemokratische Volkspartei liegen weit zurück. Bei den ersten Parlamentswahlen nach dem Militärputsch 1980 waren knapp 20 Millionen Türken zur Stimmabgabe verpflichtet. Der Vorsitzende der in Führung liegenden Vaterlandspartei Özal erklärte, er werde als Regierungschef die Außenpolitik vor allem gegenüber dem Westen aktivieren. Sein Hauptziel sei die Stabilisierung des Verhältnisses der Türkei zur NATO und zur Europäischen Gemeinschaft. In Libanon hat offenbar die entscheidende Schlacht im Machtkampf um die Führung der palästinensischen Befreiungsorganisation begonnen. Rund 5000 Anhänger von PLO-Chef Arafat verteidigen dessen letzten Stützpunkt, das Flüchtlingslager Badawi bei Tripolo, in einem nahezu aussichtslosen Kampf. Sie werden von mindestens 12.000 Palästinensern sowie syrischen und libyschen Truppen angegriffen. Arafat selbst soll sich, wie Radio Libanon meldet, in die Hafenstadt Tripoli zurückgezogen haben. Westliche Agenturen berichten, Arafat kämpfe an der Seite seiner Leute. Das Ultimatum, sich bis heute 14 Uhr zu ergeben, hatte er abgelehnt. Arafat hatte dagegen freien Abzug über das Mittelmeer verlangt, das wiederum seine Gegner zurückgewiesen hatten. Die Führung der Palästinensergruppe Fatah, die Arafat unterstützt, hat Moskau aufgefordert, die Massaker bei Tripoli zu beenden. Das meldet der Sender Stimme Palästinas. Nach schwerem Raketen- und Artilleriebeschuss gelang es den Arafat-Gegnern mit Unterstützung der Syrer, das Palästinenserlager Nahr al-Barit nördlich von Tripoli zu erobern. Auch die Stadt selbst wurde getroffen. 12 Tanks der Raffinerie stehen seit Tagen in Flammen. Die mörderischen Kämpfe zwischen den verfeindeten Gruppen sollen nach unbestätigten Meldungen bisher mehr als 320 Tote und doppelt so viele Verletzte gefordert haben. Auch im Lager al-Badawi, zu dessen Übergabe die Arafat-Gegner aufgefordert haben, ist kaum ein Haus unbeschädigt geblieben. Die meisten Bewohner verließen bereits den Ort. Die Verbliebenen warten mit Bündeln ihrer armseligen Habe auf eine Kampfpause, um sich in Sicherheit zu bringen. Der britische Generalgouverneur von Grenada, Scoon, hat sich in einem Gespräch mit Abgeordneten des amerikanischen Kongresses für einen längeren Aufenthalt von US-Truppen auf der Karibikinsel eingesetzt. Wie es heißt, sollen nach Abschluss des Teilrückzuges zunächst noch etwa 2500 amerikanische Soldaten auf Grenada bleiben. Auf der Insel hat sich das Leben wieder normalisiert. Die Einwohner haben sich an die Anwesenheit der Soldaten gewöhnt. Es herrscht kein Versorgungsnotstand mehr. Der Bevölkerung geht es offenbar gut. Politik ist derzeit wohl das Hauptthema. Der Wunsch, nur Amerika solle im Land bestimmen, ist von vielen zu hören. In Havanna landete in der vergangenen Nacht ein drittes Flugzeug mit Kubanern, die aus Grenada ausgewiesen worden waren. Auf dem Flughafen wurden die Heimkehrer von Staatschef Fidel Castro empfangen. In den nächsten Tagen werden die restlichen Kubaner zurückkehren. Bundeskanzler Kohl wird nach Abschluss seiner Asienreise am späten Abend in Bonn zurückerwartet.
Bei seinen Gesprächen in Japan, Indonesien und Indien hat Kohl nach eigenen Angaben die Überzeugung gewonnen, dass Bonn seine Beziehungen zu Asien intensivieren müsse. In Neu-Delhi war Kohl zweimal mit der indischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi zusammengetroffen. Kohl ist seit 16 Jahren der erste Kanzler, der Indien wieder besucht hat. Auf einer Pressekonferenz in Neu-Delhi unterstrich Kohl erneut die Entschlossenheit der Bundesregierung, der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen zuzustimmen, falls die Genfer Verhandlungen bis Mitte November keinen Erfolg haben sollten. Der indische Außenminister Rao sagte, seine Regierung habe sich gegen die Aufstellung neuer US-Atomraketen in Mitteleuropa gewandt, weil dies die Gefahr eines Atomkrieges erhöhen könne. Nach indischer Auffassung, so Rao, sind die jüngsten Vorschläge des sowjetischen Staats- und Parteichefs